Aha, mein Gold. Nein. So, so, so. 61.000, sehr schön. Also ja, wenn wir jetzt definitiv alle vier Bereiche clearen, werden wir mehr Gold machen als der Barbar, der die Boss umgebracht hat. Eine Kiste. Da kommen wir gar nicht hoch. Stimmt, da musste man hochfliegen. Und wir können nicht mehr fliegen. Darauf sind wir stolz, weil Fliegen ist komisch. So. Eine Sackgasse mit einer Pflanze, die in die Wand anschießt. Ja. Hops, hops. Das heißt, wir müssen wieder ganz nach oben. Und da sind ganz viele Abzweigungen. Kaputt. Ching. So, Abzweigung Nummer 1. Gar nichts. Oh doch. Schleim. 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 Ah. Geh weg, Dover. Feuer, Schleim. So. Kaputt, kaputt, kaputt. Und schon wieder volle Lebenspunkte. Das ist ja, also ich habe mich jetzt quasi entschieden. Wenn wir es schaffen, alle vier Etagen, Ebenen, Bereiche, was auch immer zu clearen, in einem Rutsch, dann schalten wir den New Game Plus Plus frei. Weil ja, rein logisch gesehen würde es am meisten Sinn machen, hier noch eine Weile zu grinden. Aber das wird mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig langsam. Und ich denke mal euch auch. Weil es ist nicht mehr so wirklich viel Risiko dabei, wenn wir Paladin oder Barbar spielen. Und Risiko gehört halt dazu. Das ist Nervenkitzel. Das sind schwitzende Hände. Das ist Panik pur. Und das ist hier nicht mehr so wirklich vorhanden. Also ja, ein bisschen schon, aber es ist nicht so wirklich ernst. Ne? Also ja. Bei den Wölfen natürlich immer noch. Oh. Da geht's zurück zum Hauptraum. Ne, wir wollen nicht zurück zum Hauptraum. Oh. Euch beide könnten wir mal töten. Und dran denken, dass ich ein Schild habe. Einfach hier. So. Kaputt. Was haben wir hier? Dragon Chestplate. Das klingt auch gut. Es geht nur noch oben links weiter. Aber da sind 6 Abzweigungen oder so gewesen. Oh. Warum ist der Raum hier nicht clear? Kaputt, kaputt, kaputt. Achso, wir sind unten langgelaufen. Ah, okay. Abzweigung Nummer 1. Nicht so wirklich viel. Kaputt. 67.000 Gold. Andererseits wäre natürlich auch ganz schön, eine Weile zu grinden, um diese Spezialklassen ein bisschen auszuprobieren. Das könnte noch wieder ein bisschen Pep in die Sache bringen. Also ich könnte mir selbst eine Auflage machen, dass ich auf keinen Fall einen Paladin oder Barbaren spiele. Und dann halt versuche, alle Ebenen clear zu bekommen. Das wäre gleich ein ganz anderer Schnack. Und so könnte ich sicherstellen, dass es für euch interessant ist, ich Übung bekomme. Und wir auch in den Klassen uns dementsprechend skillen. Also dass wir auch anfangen, Mana zu skillen und in was weiß ich. Und außerdem, dass wir, wenn wir in New Game Plus Plus ankommen, nicht absolut versagen werden wie letztes Mal. Nö. Kann ich keine. Es sind ganz schön viele grüne Viecher hier.
Aber ich kann da gerade keine wirkliche Entscheidung finden. Das muss ich in einem Cut zwischen den Folgen mal entscheiden. Weil es macht mir nicht so wirklich viel Spaß, die anderen Klassen zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Weil wir halt nicht so weit kommen. Na, mal gucken. Wow, oh, kein Ping-Pong, kein Ping-Pong. Wow, okay. Kaputt, kaputt, kaputt. Oh. Arschloch. So. Au. Au. Und vorbei. Bei. Balance Rune fürs Schwert. Ja. So. Oh. Und hier ist gleich Schicht im Schacht. So. Was sagt die Karte? Sind wir schon durch mit dem Wald? Nee, da sind noch drei Abzweigungen links. Wobei die nicht wirklich weit führen können. Ja, Bossraum. Mit dementsprechend vielen Truhen. Eine. Au. Eine Truhe irgendwo am Arsch der Heide. Da. Ching. Wir können es ja als Paladin und so. Mana haben wir auch fast voll. Ich glaube, ich sollte mal so ein Hühnchen mitnehmen. Ja. So. Und eine Axt. Nö. Die Sensendinge braucht man öfters für Spezialräume. Bye bye. Au. Schwing. 76.000. Und wir haben noch den ganzen Maya-Bereich vor uns. Oh ja, Wald ist durch. Ja, jo. Das heißt, wir können hoch zum Bossraum und von da aus uns zum Maya-Eingangsbereich teleportieren. Obwohl, erstmal kurz zum Waldeingangsbereich, um zu gucken, ob da die Statue für die Hühnchen auch sind. Genau, du. So. Maya, da. Swing. Hops. Du bist so ein Spezialding, das wir nicht so oft töten. Deswegen musst du sterben. Für die Statistiken später. Wenn wir das Spiel mal wieder durchspielen. Oh. Nicht runterschubsen. Runterschubsen ist gemein. Da muss ich wieder hochlaufen. So. Oh. So, das. Aha. Und Wolf und überhaupt und. Kaputt. Hier unten ist gar nichts. Also. Oh. Kein Schaden. Ah, nö. Ja. Voll reingesprintet. Autsch. Es geht nur hier weiter. Das ist ja übersichtlich. Au. So. Sky Cape. Moment mal. Hatten wir das Fliegen Cape nicht schon? Das ist dezent verwirrend. So. Drei Schläge, wenn es nicht krittet. Das ist echt nicht gut. Und Bossraum und 80.000 geknackt. Sehr schön. Also den Rekord von den Barbaren haben wir geknackt. Ja. Ja. Au. Zing, zing. Ich bin kurz davor, so eine falsche Entscheidung zu treffen. Also wenn wir das jetzt schaffen würden, ihr seht's kommen, ne? Wenn wir das jetzt schaffen würden mit dem Leben hier,
alles zu clearen. Dass ich dann den Boss versuche, also den Endboss, Johannes und die Fontäne. Und wenn ich es schaffe, dann schaffe ich es halt. Und wenn nicht, dann weiß ich, ich muss noch mehr grinden. Aber das Schreit der Gierung und der Zukunft mir schon ins Ohr. Das ist bestimmt keine gute Entscheidung. Aber ich spiele, um Spaß zu haben, verdammt. Oh. Also ja, das mache ich. Scheiß drauf. Zing, zing. Das heißt, wir müssen jetzt auch schön viele Lebenspunkte überhaben. Denn sonst... Hallo, Boris. Okay. Ja. So, ein Treffer ist okay. Mana. Zing. So, wo geht's noch lang? Zweimal rechts ist noch ein Raum, der zwischen den Räumen steht. Du stirbst mal für Lebenspunkte. Du stirbst auch für Lebenspunkte. Du stirbst auch für Lebenspunkte. Du auch. Plus Hühnchen und wir sind voll. Sehr schön. Ihr könnt da mal stehen bleiben. So, da oben können wir später hin. Du bist nur normales Bild. Euch muss ich gar nicht töten. Denn wir haben schon volle Lebenspunkte. Und ihr seid Buschelwuschel. Na gut, töten wir euch trotzdem. Kaputt, kaputt. So. Überall liegt Gold rum. 87.000. Das ist Hammer. Ich will gar nicht wissen, wie viel Gold man im New Game plus macht. Oh. Wir wollten keine Lebenspunkte mehr verlieren, verdammt. 90.000. Also gleich. So, warte mal, hier waren irgendwo Gegner, die wir killen konnten für Hitpoints, die sie nicht wehren können. Genau, du und du. Und du und du. Und du und du. Oh. Fast voll. Oh. Komm her. Oh. Nicht durchpieksen. So, oben rechts noch Raum. Axt da. Komm. Au. Nicht das Schild vergessen, du bist ein Paladin. Nicht das Schild vergessen, du bist ein Paladin. So. Hühnchen hinterher. Sehr schön. Lebenspunkte sind voll. Ich glaube, wir haben gleich Maya durch. So. Ein Raum rechts noch. Mal gucken, was da noch ist. Eine Truhe. Schwing, schwing. Schwung. Oh. Das war knapp. Schon. Wir wollen die 100.000 knacken. Aber ich glaube, das wird nichts. Oh, doch, da unten ist auch noch ein Raum. Mal gucken. Oh, da kommen wir nicht ran. Ah, sind ja doch noch einige Räume hier. Okay. Schwing, schwing. Hallo, Wackelstachel da hinten. So. Lalala. Die Ballerli-Methode. So. Geschafft. Psst. Was haben wir hier unten? Hoffentlich eine Möglichkeit, Lebenspunkte zu bekommen. Ja, ein bisschen. Da ist bestimmt auch noch. Au.
Du war... Du, was? So. Kaputt. Und Hühnchen.